Hallo, willkommen zurück zu meinem Erklärvideo. Mein Name ist Nick und hier habe ich ein paar Übungsaufgaben für euch zum Thema das Volumen des Quaders. Als erste Aufgabe habe ich euch einen Quader vorbereitet. Wir wissen von diesem Quader die Länge von 10 cm, die Breite von 10 cm und dass er 30 cm hoch ist. Diesen Quader, dieses Gefäß, wollen wir nun mit Wasser befüllen. Aber wir füllen es nicht bis ganz nach oben, sondern nur die ersten 20 cm. Meine Frage an euch lautet, kann ich jetzt noch weitere 500 Kubikzentimeter Wasser hineinfüllen oder läuft dieses Gefäß dann über? Das heißt, ihr sollt berechnen, ob in dieses Gefäß hier oben noch Platz ist für 500 Kubikzentimeter oder ob das dann schon zu viel wäre. Drückt bitte jetzt auf Pause, überlegt euch, wie man das berechnen kann und danach besprechen wir die Lösung. Und wir kommen nun zur Lösung. Zuerst, es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, das zu berechnen. Ich habe mich dafür entschieden, zuerst das Volumen des Quaders, also sprich von unserem Gefäß, zu berechnen. Dafür multipliziere ich die Kantenlängen, also 10 mal 10 mal 30 liefert 300. Also können wir sagen, dass das Gefäß ein Volumen hat von 3000 Kubikzentimeter. Also wer sich noch an unser Einführungsvideo erinnert, 3000 kleine Würfelchen kann ich hier in dieses ganze Gefäß hineinfüllen. Danach berechne ich mir das Volumen des Wassers, denn das Wasser ist genauso wie ein Quader zu verstehen. Das heißt, ich rechne 10 mal 10 mal 20, denn diese Höhe ist ja nur 20. Und ich erhalte das Volumen des Wassers mit 2000 Kubikzentimetern. Und dann muss ich mir nur noch überlegen, was die Differenz zwischen den beiden ist. Das heißt, 3000 passen rein, 2000 habe ich befüllt. Kubikzentimeter, also bleiben noch 1000 Kubikzentimeter übrig. Das heißt, es passen noch 1000 Kubikzentimeter in das Gefäß. Und das heißt wiederum, wenn ich also noch 500 Kubikzentimeter dazu leere, wird das überhaupt kein Problem darstellen. Die nächste Aufgabe hat wieder mit dem Befüllen von Wasser in Objekten zu tun. Diesmal habe ich euch drei Quader vorbereitet und wir werden jetzt den ersten Quader, den linken Quader, mit Wasser befüllen. Dann wollen wir auch den zweiten Quader mit Wasser befüllen und wir wollen jetzt wissen, ob das Wasser von diesen beiden Quadern zusammen in den dritten Quader hineinpasst. Das gilt es zu berechnen und natürlich braucht ihr dafür auch die Maße, die Abmessungen von den drei Quadern. Bitte drückt jetzt auf Pause, versucht dieses Beispiel alleine zu berechnen und dann besprechen wir gemeinsam das Ergebnis. Okay, wir kommen nun zu den Lösungen. Ich habe euch hier noch einmal die Abmessungen der Quader eingeblendet. Zuerst berechnen wir das Volumen vom linken Quader. Wir erinnern uns, wir multiplizieren die Kantenlängen 8 mal 1 mal 0,5, das ergibt 4. Und können daraus schließen, das Volumen des linken Quaders beträgt 4 Kubikzentimeter. Wir machen dasselbe mit dem mittleren Quader und dann machen wir das Ganze nochmal mit dem rechten Quader. Nachdem wir das Volumen vom linken und vom mittleren Quader zusammen in den rechten Quader schütten, berechnen wir uns zuerst einmal, was denn das Volumen von den beiden zusammen ist. Und berechnen 4 plus 8 ist 12. Das heißt, beide Quader, also der linke und der mittlere Quader, haben zusammen ein Volumen von 12 Kubikzentimetern. Und weil der rechte Quader ein Volumen von 18 Kubikzentimetern hat, können wir sagen, dass das auf jeden Fall da hineinpasst. Also können wir als Antwort schreiben, das Volumen der beiden Quader passt zusammen in den rechten Quader. Wir sind damit am Ende von der Videoreihe Volumen des Quaders angelangt. Ich hoffe, ich konnte dir viele neue Einblicke in dieses Thema verschaffen und wünsche dir ganz viel Erfolg bei weiteren Aufgaben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!